So, Freunde Nacht, SMLNES mit einem Deck-Feature. Ich bin ja noch in Chinatown in New York und habe gerade die USS Philly gerade so ein bisschen verdaut, sagen wir mal. Heute stelle ich euch mein Dark World Deck vor, das ich eben in Philly gespielt habe, wenn ich Top 16 gekommen bin. Ich würde gerne ein echtes Deck-Feature davon machen, so mit echten Karten und so. Allerdings ist das nicht möglich, weil mein Rucksack geklaut wurde, wo alle meine Boxen, alle meine Karten, alle meine Ordner, alles Mögliche drin war. Das heißt, ich besitze das Deck im Moment nicht mehr. Aber ich stelle es euch jetzt einfach mal für den Network vor. Also ich habe 11 Monster gespielt, 3 Brogue, 3 Graphite, 3 Snow und 2 Silver. Ich habe Silver über Beige gespielt, weil Silver stärker ist mit 2-6 über alles Mögliche drüber rennt, was Dino Rabbit rausbringt. Und ich habe mich entschieden, 2 zu spielen, weil man dann auch ab und zu mal die coolen 5er Exits rausbringt. Tiras, Artgrößen und so weiter. Dann Zauber-Lineup, sehr viel Speed, Card Destruction, 3 Dealings, 3 Dragdown, Into the Void, coole Karte, hat mir 2 Spiele gebracht, 3 Upstart und 3 Gates. Dann Reborn war drin, Hole war auch drin. Hole habe ich jetzt in dem Bild gerade nicht drin. Muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich habe nur 2 Upstart gespielt und ein Dark Hole. Wie dem auch sei, ich muss das Deck eben improvisieren, weil ich es eben nicht nur aus dem Kopf gerade wieder aufgeschrieben habe. Dann habe ich 2 Gateway to Dark World gespielt. Große, sagen wir mal, Props-Beteiligung an Peter Groß an dieser Stelle, der mir die Idee gegeben hat, die zu spielen. Er hat einen ähnlichen Build auf der ÖM gespielt, aber da ist er leider nicht tops gekommen. Schlechte Matchups gehabt, ein bisschen Pech. Kommt, gehört auch dazu. Dann habe ich mich entschieden, 2 Compulsory Mains zu spielen, weil sie gegen so viele Decks zurzeit gut sind. Und die liefen auch echt bombig, also kann man sich nicht beschweren. Dann 2 Dark Bribe, weil ich einfach mein Feld schützen muss und Skidrain Graffa mit der Spielfeldzauberkarte sehr viele Decks einfach vor ein sehr großes Problem stellt und sie so gut wie keine aushaben. Deswegen habe ich mich entschieden, Dark Bribes zu spielen, auch wenn sie minus 1 bedeuten. Und sonst klar, 3 Reckless Greed für mehr Speed und Sound Judgment zur Allzweckversicherung. Im Side Deck fehlt mir eine Karte, da komme ich gerade nicht drauf, was ich da noch gespielt habe. Ansonsten habe ich da sehr aggressiv Spell Trap Removal geboardet, 2 Regos, Storm, 3 MST, plus eventuell den Epidemic Virus. Dann habe ich gegen alle möglichen Sachen 3 Verbot, weil sie mich einfach gegen MSTs absichern, die Hornets verbieten, die Rabbits verbieten, beziehungsweise Lager Dolker, je nachdem, was mich gerade stört. Und mit dem Dragon, den Light Pulsar oder Raiders Darkness Metal Dragon, beziehungsweise falls ich gerade kein Skill habe, Sorcerer BLS. Gorse hatte ich im Side, habe ich nie reingeworden. Und große Müllkarte, weil ich so viel Zeug habe, was liegen bleibt, will ich auch nie wiederworden. Große Match, sehr gut. Top-Karte. Und jetzt fehlt mir halt einfach eine. Das extra Deck war komplett anders, aber extra Deck habe ich eh fast nicht gebraucht. Ich habe einen Acid Golem, einen Zen Mains und ein paar Mal Artgrößen Tiras und einmal Heliopolis rausgebracht. Der Rest war alles eigentlich nur Deko. Und ja, ich habe Top 16 unglücklich verloren. Der Drachenspieler hatte dreimal, also in allen drei Spielen, Future Fusion Starthand. Und im dritten Spiel habe ich es leider irgendwie nicht gepackt, nachdem ich 27 Deckkarten durch hatte, einen Skill Drain zu ziehen. Und habe dann dementsprechend von DAD und BLS Speeddown ein bisschen kassiert. Was passiert? Leider wieder Top 16 raus und danach, wie gesagt, ganzen Stuff geklaut bekommen. Ich muss mal gucken, wie es jetzt mit Yugi und mir weitergeht. Aber erstmal muss ich zurück nach Deutschland. Musste ich einen neuen Reisepass und alles beantragen, weil der auch in der Tasche war. Und ja. Neue Videos gibt es von mir, wenn ich wieder in Deutschland bin. Und ansonsten viel Spaß beim Deck. Net deckt das gern, der könnte da was gehen, sagen wir mal. Es war von mir ein Metagame-Read und das hat sehr gut funktioniert. Einziges schlechtes Matchup war Windup, weil ich keine Handtraps spiele. Und ich auch direkt mal von einem Windup Loop kassiert habe. Und dann eben 2-1 verloren habe, weil er einen Würfelwurf gewonnen hat. Aber ansonsten hat das Deck eigentlich keine schlechten Matchups. Makrokosmos oder Schattenspiegel wird nie Main gespielt. Nach dem Born ist das auch kein großes Problem. Und ansonsten, wie gesagt, Graffa Spielfeldkarte, Skill Drain und irgendwie Schützen gewinnt Spiele im Alleingang. Jo, sorry für die Kürze des Deck-Features, aber bin gerade aufgewacht und habe einfach gedacht, machst du ein kurzes Deck-Feature, besser als wenn ich das erst am Donnerstag mache, wenn ich wieder heim bin. Und ja, viel Spaß damit. Erstmal yes, ich bin draußen.